Ich zeige euch heute, wie man das Gänsefüßchenmuster in hin und hergehenden Reihen häkelt oder strägelt. Ich verwende dafür von Hettner die XL 55. Die hat eine Lauflänge von 55 Meter auf 50 Gramm und besteht zu je 50% aus Schurwolle und Polyacryl. Ich verarbeite sie mit Häkelnadel Nummer 6,5. Diese Nadelstation habe ich übrigens von Katrin Müller geschenkt bekommen. Nochmals vielen Dank dafür. Sie ist sehr hilfreich, denn seither sind meine Nadeln geordnet. Ich beginne mit einer ungeraden Maschenzahl. Ich schlage also 17 Luftmaschen an. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17. Diese Masche hier ist meine erste Masche. Diese Schlinge auf der Nadel. Nun drehe ich die Luftmaschenkette leicht nach vorne. Diese letzte Luftmasche, die 17., übergehe ich, weil hier habe ich ja bereits eine Schlinge als Masche auf der Nadel liegen. Steche nun in die 16. ein und hole hier meine zweite Masche. Dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte, 13, 14, 15, 16, 17. Nun habe ich also 17 Maschen auf der Nadel und nun beginne ich mit der zweiten Farbe. Ich häkle eine Luftmasche und hole nun den Faden zurück, stets Faden holen und durch zwei Schlingen ziehen. So sträkle ich also die Maschen wieder ab. Und nun beginnt die erste Musterreihe. Ich arbeite also zwei Maschen zusammen und nehme einen Umschlag auf die Nadel. Zwei zusammen, Umschlag. Zwei zusammen, Umschlag. Das mache ich bis ans Ende der Reihe. Umschlag und hier habe ich noch eine einzelne Masche und die letzte. Nun beginne ich wieder mit der anderen Farbe. Zunächst eine Luftmasche häkeln und dann geht's zurück. Und nun wieder wie zuvor, zwei Maschen zusammen, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen, ein Umschlag. Stets wiederholen. Also dieser Umschlag von der Vorreihe ist jetzt eine Masche. Und ich beginne Ende wieder mit einer einzelnen
und der letzten. Hier in beide Schlingen einstechen und den Faden durchholen. Dann wieder die Farbe wechseln, eine Luftmasche und zurück geht's. Und wieder, wir beginnen also immer gleich, zwei zusammen, Umschlag, zwei zusammen, Umschlag, zwei zusammen, Umschlag. Ich werde nun noch ein paar Reihen mit euch sträkeln, weil ich auch wissen möchte, ob sich das Muster nicht schrägt. Wem das tunesische Häkeln oder Sträkeln gefällt, der darf gerne meine Facebook-Gruppe besuchen. Die heißt Tunesisch Häkeln oder Sträkeln. Dort sind wir schon viele Mitglieder und da könnt ihr schauen, was sich mit dieser Technik noch alles verwirklichen lässt. Also hier jetzt stets in die grünen einstechen, also nicht aus Versehen hier in eine terrakottafarbene Schlinge, sondern wirklich in die Umschläge der Vorreihe. Und nun stechen wir in die Terrafarbenen ein. Und hier kann man nun schön diese Gänsefüßchen erkennen, die zur Namensgebung dieses Musters beigetragen haben. Und wieder geht's zurück. Und bis jetzt sieht das ganz gut aus, als würde sich das Muster nicht schrägen. Ich mache noch ein paar Reihen. Nun wieder in die grünen einstechen. Also wichtig ist hier auch die ungerade Maschenzahl, dann sieht das Muster rechts und links gleich aus. Ansonsten muss man hier wenig beachten. Natürlich wirkt dieses Muster mit zwei Farben wesentlich effektvoller, als wie wenn ihr es nur in einer Farbe macht, aber das ist beim tunesischen Häkeln ja meist der Fall. Aber man kann es eben durchaus auch mit einer Farbe arbeiten.
In Runden habe ich das Muster ja bereits im Kanal anhand von Mützen. Also da müsst ihr nach Mütze, Gänsefüßchenmuster suchen und dann findet ihr eine Kindermütze in Bärentöne. Da kommt das Muster ähnlich raus. Und nun mache ich noch zwei Reihen und dann ist das Musterläppchen fertig. Ihr seht, man kommt auch recht gut voran. Also hier lassen sich bestimmt tolle Accessoires mitarbeiten. Und wir arbeiten hier ja einfach nur stets die gleiche Hin- und Rückreihe. Also hier versetzt sich nichts. Wir beginnen stets mit zwei Maschen zusammen und dann den Umschlag. Und so sieht dann das Muster aus. Es liegt gerade und hat einen tollen Effekt. Ich wünsche euch viel Spaß damit.